Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, ich weiß noch nicht, ob es ein Angespielt oder ein Let's Play wird. Aktuell wird es erstmal ein Angespielt und zwar befinden wir uns im Spiel Garden Paws. Das Spiel ist leider nur auf Englisch. Ich werde dann zwischendurch gucken, dass ich mal ein bisschen was übersetze. Ich werde allerdings nicht alles übersetzen, also nur so grob sagen, was wir tun sollen und so weiter. Je nachdem, wie mir das Spiel gefällt, werde ich es vielleicht weiter aufnehmen. Müssen wir erstmal schauen. Aktuell sind ja noch so einige Staffeln, die ich hochlade und wo ich mir das jetzt ein bisschen anders gestaltet habe. Deswegen schauen wir erstmal ins Spiel rein. Create a new character. Okay, also man kann Häschen nehmen, einen Bären nehmen, eine Katze, einen Fuchs, ein Dachs ist das, glaube ich. Badger, Dachs. Ein Chipmunk, also hier ein, ja, was ist ein Chipmunk? Ein Eichhörnchen, glaube ich, ne? Ein Drache. Okay, Drache hört sich jetzt auch gut an. Ein Vögelchen kann man machen, ein Hund kann man machen oder ein ziemlich hässliches Pferd. Also der Drache, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, der gefällt mir jetzt gerade wahnsinnig gut. Ich habe aber sonst eigentlich gedacht, dass ich ein Häschen werde. Deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber Drachen sind halt so meine Lieblingstiere in Anführungszeichen. Deswegen werde ich den wohl mal nehmen. Ich hoffe, man kann ihn eventuell später nochmal ändern. Change Skin. Ja, warum sollte ich das? Change Face. Ach so, okay. Man kann das Gesicht ändern. Och, man kann auch einen ganz traurigen Drachen machen. Einen entsetzten Drachen. Einen fröhlichen Drachen, der immer total fröhlich durch die Gegend läuft. Der sieht schon irgendwie süß aus. Oh, der ist niedlich. Oh, der ist wirklich niedlich. Aber der hat hier, der hat die Zunge oder was das ist so. Der ist auch süß. Also da gibt es schon richtige schnucklige Sachen. Oh, was ist das denn? Muss ich ganz... Ich glaube, ich bleibe bei dem. Der sieht irgendwie so richtig so aus. Aber der sieht nicht so weiblich. Oh, es gibt so einen, der überrascht ist. Ich kann ja nicht so schnell runterfahren. Muss mal schauen. Also ich muss mir jetzt mal die weiblichen so ein bisschen angucken. Der ist süß. Der hat auch immer so rote Wangen. Okay, die weißen Augen würden dann natürlich besser dazu passen. Das passt aber besser zum Drachen, finde ich. Ja, ich würde sagen, ich nehme den mal. Ich hoffe, dass man den, wenn man es möchte, später nochmal ändern kann. Ich werde den jetzt erstmal kreieren. Achso, Select. Achso, da kann ich einen neuen kreieren. Okay. So, Story-Mode oder Kreativ-Mode? Wir wollen natürlich den Story-Mode haben und eine neue Welt kreieren. Wie nennen wir unsere Welt dann? Drachenheim nennen wir die. Gameplayerins Drachenheim. Kann man das reinschreiben oder ist das zu lang? Nein, du sollst es aber groß schreiben, so wie ich. Hä? Moment. Jetzt kann ich gar nichts mehr groß schreiben. Was ist das denn jetzt? Gameplayerins Drachenheim. Komm. Nein, mir fehlt ein... Das ist nicht euer Ernst. Mir fehlt ein Buchstabe. Müssen wir es halt so zusammenschreiben. Ich habe versucht, die Musik auszustellen. Es ging leider nicht. Also ich hoffe nicht, dass wir lizenzrechtliche Probleme dadurch kriegen. Das sind wir, ein kleiner, ja, so ein bisschen pinker Drache. Das ist anscheinend unser Zuhause hier. Wir haben ein Bett und eine Gießkanne in der Hand. Go to sleep. Ja gut, das wollen wir jetzt nicht machen. Das machen wir vielleicht mal später. Wir gehen erstmal aus dem Haus raus. Was haben wir denn hier alles? Oh, erstmal laufe ich überall gegen. War ja klar. Open Quest. Sieht so ein bisschen aus wie My Time at Portia. Also inventarmäßig haben wir hier jetzt natürlich noch nichts drin. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier eine Map. Ein Crafting-Menü. Okay, weil es ist auch, ja, so ein bisschen, hat mich die Vorschau jetzt daran erinnert an My Time at Portia. Man kann wohl hier auch so ein bisschen kämpfen und halt eben Sachen einsammeln und so weiter. Deswegen muss ich mal schauen. Also, das ist mein Shop-Tisch.
ich kann ja Items, also Gegenstände draufstellen, die ich verkaufen möchte. Ich kann den jeden Tag zwischen 12 und 18 Uhr öffnen. Was haben wir denn jetzt? 6.30 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Also wir haben noch sehr früh am Morgen. Das scheint aber zu pausieren. Ja, das pausiert, sobald ich irgendwo hier reingehe, okay? Ach, da steht einer. Hallo, guten Tag. Ich bin Frank. Ich manage die Konstruktionsstadt in der Stadt. Was rede ich denn hier? Also da, wo man die Sachen bauen kann in der Stadt. So. Meine Großeltern haben wohl mit ihm gesprochen und die haben ihn darum gebeten, ihr altes Haus bzw. mein altes Haus zu reparieren, bevor die das verlassen haben. Die sind scheinbar in der Stadt jetzt oder so, ich weiß es nicht. Also ich soll ihm 10 Stücke von Holz besorgen. Auch für Shop sein. Achso, für ein Schild für den Shop, okay. Und dann kann ich den Shop um 12 Uhr öffnen, sagt er. Ach, ich sehe gerade hier unten, wir haben auch einen Haken oder sowas. Okay, also ich kann entweder eine Axt craften, was ich ja jetzt im Moment noch nicht machen kann, weil ich ja noch nichts habe. Indem ich T drücke. Ich habe aber Craften auf C gelegt. Also entweder aktualisieren die Texte nicht. Ich nehme das jetzt mal einfach an. So, ich kann das mit E nämlich aufnehmen. Da hat er mir, glaube ich, jetzt auch Quatsch erzählt. Hat er mir nicht eben was anderes gesagt? Okay, also wir schauen mal. Wir haben jetzt schon 5 Holzstücke. Da ist übrigens eine Kasse. Also ich denke mal, dass wir hier wohl dann das Geld einsammeln können. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Ich weiß so in etwa nur, was auf mich zukommt, weil ich mir die Videos angesehen habe. Kann man die Blume aufheben? Die sieht so schön einsam und verlassen aus. Ja, perfekt. Und wir haben sogar Seeds bekommen. Also hier, ich habe so viel Minecraft auf Englisch gespielt. Ach, das ist sehr schön. Wir können auch sprinten mit der Shift-Taste. Samen, genau. Wir haben Samen bekommen. So, Achievement unlocked. Okay. Ja, ich wollte eigentlich gar keine Blumen sammeln. Ich wollte eigentlich Holz sammeln, aber ich finde hier irgendwie nur Blumen. Ach, da hinten ist noch was Holz. Komm her, mein Holz. Hallo. Ah, du bist eine Katze. Ja, du Süße. Kommst du mit zu mir? Wenn du hier nicht draußen rumstromern willst, kannst du zu mir nach Hause kommen, wenn du möchtest. Holz, 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 Holz. Ich glaube, ich muss mal gucken. Also ich habe, ja, C ist gut. Die Frage ist jetzt nur, da, eine Axt. Was brauche ich denn dafür? Einmal Wooden Pie und Stone Block. Also das heißt, ich muss mir als erstes auf jeden Fall, Moment, ich crafte mir jetzt als erstes mal das, damit wir das schon mal haben. Ach, das brauchen wir hierfür auch. Hä? Aber wir müssen trotzdem... Ach so. Ah, ich glaube, ich habe gerade was gesehen. 3 von 4 habe ich schon. Das heißt, wir brauchen 4. Sand kann man auch einsammeln. Wir brauchen wohl 4 Steine, damit wir... Können wir schwimmen? Ja, perfekt. Okay, wir versinken aber anscheinend auch nach einer kurzen Zeit, so wie es aussieht. Wir brauchen wohl 4 Steine, um einen so einen Steinblock sozusagen zu haben oder zu machen. Sollte ich aber doch mal langsam ein paar Steine finden, ja? Kann man die einsammeln, die Sachen? Diese Rosenblätter? Nein, scheinbar nicht. Okay, da ist... Ah, da ist eine Chest. Für mich. Sanddollar. Nee, ach, Sanddollar habe ich schon. Okay, nehmen wir einfach die Sachen raus. Ist auch gut. Ich würde aber trotzdem gerne mal den einen oder anderen Stein hier finden. War das Holz? Ne, es war kein Holz. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt überhaupt sind. Hallo. Ich brauche Holz. Oder kann ich das Holz vielleicht... Wir schauen mal, ob ich das vielleicht auch ohne Axt holen kann. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Nee. Ach, man kann auch im Vorbeilaufen. Naja, manchmal im Vorbeilaufen einsammeln. Das ist gut. Halt, stopp, stopp. Ah, hahaha. Ich habe das Holz für den Typen. Jetzt ist nur die Frage. Er hatte, glaube ich, gesagt, ich soll das hier im Shop verkaufen. Aber, ups. Aber wir gehen jetzt einfach mal hin und sprechen mit ihm.
Vielen Dank. Dein Shop kann endlich öffnen. Wenn du irgendwas anderes hast, was ich tun kann. Around your farm, my shop is just inside of town. Ach so, er sagt mir, wo sein Shop ist. Also der ist auf dem Hügel in der Stadt. Okay. So, ja gut, können wir leider aber trotzdem noch nicht öffnen, weil können wir ja erst um 12 Uhr öffnen, wenn wir nämlich hier, also zwischen 12 und 18 Uhr, dann sammle ich in der Zeit noch mal ein bisschen Holz ein, wenn ich denn noch mal was finde. Weil ich sehr, sehr wenig habe. Ein Stein! Ein Stein! Moment! Wir können uns jetzt, glaube ich. Nee, ach so. Ach, jetzt sehe ich das. Okay, wir brauchen 4, um einen Steinblock zu craften. Verstehe, verstehe. Dann brauchen wir jetzt hier. Das war jetzt ziemlich dumm, was ich gerade gemacht habe. Ja, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Okay, also wir haben aber zumindest schon mal eine Spitzhacke gecraftet. Jetzt muss ich mal gucken. Hier, die will ich ja drin lassen. Ich will nur das ganze Zeug hier. Das kann ich ziehen. Okay. So, perfekt. Weil ich möchte natürlich. Die Sachen so haben. Na, das ist zum Gärtnern. Das sollte aber eigentlich reichen. Ich muss aber trotzdem immer noch Holz finden. Also ich muss Holz finden, um dieses Ding zu machen. Es ist. Das Spiel fängt schon ganz süß an, aber es ist schon ziemlich nervig, weil sehr wenig Holz da ist und ich natürlich jetzt zu blöd war, das Richtige gerade zu craften. Ich habe eine Schatztruhe gefunden. Ja, das nehmen wir alles mit. Und dann habe ich keinen Platz mehr. Aber egal. Hallo Schmetterling. Hallo. Möchtest du mein Freund sein? Da fällt mir übrigens gerade was anderes ein. Ich gehe mal kurz. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Screenshot-Kameraset. Also mit F3, glaube ich, habe ich einen Screenshot gemacht. Kann das sein? So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Screenshot war, aber er hat mir zumindest irgendwas angezeigt jetzt mit einem Screenshot. So, mal gucken. Können wir hier Bären holen? Das sieht so. Schön. Okay, da kommen wir nicht durch. Ich weiß nicht, ob das später. Okay, der Shop kann in einer Stunde, ups, geöffnet werden. Schade, dass jetzt hier. Oh, jetzt ist er draußen. Ich glaube, Corona geht wieder los hier. Also da draußen. Hier war doch gerade irgendwas mit E. Ah, die sind so klein, das sieht man gar nicht. Da draußen ist schon wieder ein Helikopter unterwegs. Das ist ja meistens eher, ja, weiß ich nicht, zur Überwachung oder um Leute zu finden oder so. So, ja, wir haben jetzt nur ein Problem. Wir finden jetzt hier natürlich kein Holz mehr, weil wir so blöd waren und als erstes die Spitzhacke gemacht haben. Obwohl ich eigentlich ja keine Spitzhacke, sondern ein Dings machen wollte. Ich höre hier irgendwo eine Chest. Das werden wir dann wahrscheinlich kaputt machen können, denke ich mal. Hallo, Chest, wo bist du? Oder höre ich die von unten noch? Nee, das ist die Katze. Der Shop kann geöffnet werden. Oh nein, und jetzt laufe ich hier gerade rum. Hallo, schwarze Katze. Ja, ich habe die Chest gesehen. Ich wollte nur mal Hallo sagen. So, dann klauen wir uns doch mal alles, was wir hier so drin haben. So, der Shop kann geöffnet werden. Ich klaue mir nochmal schnell die Beeren hier. Wenn ich jetzt runterspringe, tue ich mir dann weh. Ich befürchte, ja, aber wir versuchen es trotzdem mal. Au, au. So, ob das jetzt eine Abkürzung war, weiß ich noch nicht. Das ist, glaube ich, mein Haus, oder? Ja, genau, das ist mein Haus. Da gucken wir gleich auch mal mit dem Ausrufezeichen. Ich möchte erstmal den Shop eröffnen. Hallo, hallo. Ach so, ja, ich habe ja eine Truhe. Da kann ich ja den ganzen Kram erstmal loswerden, ne? So, Flint, denke ich mal, werden wir wohl später nochmal benutzen. Jetzt stehen wir hier und es kommen keine Kunden. Naja, gut, andererseits, wir können natürlich auch noch nichts machen, ne? Muss man ja. Kann ich dich nicht nehmen? Steinchen? Schade. Okay, dann schauen wir jetzt hier hinten erstmal in unseren Mülleimer oder was das ist. Ja, es ist ein Mülleimer. Ah, aha. Nein, 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 nein. Ich will da nichts platzieren, weil man da Sachen kaputt machen kann. Ich muss aber ganz ehrlich sagen. Hallo, liebe Freunde.
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik ist mir jetzt gerade ein bisschen zu nervig und zu laut. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Also ich habe es wirklich geschafft, dass ich die Musik jetzt ausstellen konnte. Komischerweise geht das erst, wenn man im Spiel ist. Du kommst so langsam an. Soll ich mit dir reden? Nö, ich kann nicht mit dir reden. Okay, dann schauen wir uns erstmal im Briefkasten um. Also, das ist von Major Wilson. Der heißt uns hier herzlich willkommen. Die Stadt ist zurzeit noch sehr klein, aber mit meiner Hilfe soll sie wachsen. Es gibt draußen immer wieder Leute, die diese Stadt eigentlich besuchen wollen. Aber wir müssen neue Häuser bauen und Shops für sie bauen. Okay. Jeder ist schon darauf gespannt, mich kennenzulernen und er wünscht uns hier eine schöne Zeit. Ich wollte ja eigentlich noch raus. Ja, die Leute wollten wohl anscheinend nicht mit mir reden. Schade, also solange kein... Da kommt schon wieder der Nächste. Möchtest du auch nicht mit mir reden oder möchtest du mit mir reden? Hallo, hier, guten Tag. Und tschüss. Hallo? Tag. Bleib hier. Bleib stehen. Mit dem kann ich auch nicht reden. Na gut, also hier scheinen viele Leute durchzulaufen, aber keiner möchte mit mir sprechen. Das macht mich irgendwie traurig. Ja. Der Rote, der steuert so. Steuert auf mich zu. Hallo, hier. Ihr seid doch alles blöde Idioten. Na gut, dann gehe ich so lange noch so ein bisschen farmen. Mal gucken, was wir hier noch alles finden, wenn die alle nicht mit mir sprechen wollen. Die kommen ja alle von der Stadt angelaufen scheinbar. Gibt es da irgendwas umsonst? Hallo Häschen. Das ist dann das Holz, was ich eigentlich... Oder könnte ich das schon craften? Moment, 6 Stück? Ich glaube, das reicht noch nicht, oder? Ich brauche 5. Hä? Nee, Moment. Ich brauche... Wieso steht da 1 von 2? Ach so, ich habe... Nee. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, wir brauchen dafür ein so ein Ding. Aber wir haben noch 6 Stücke hier drin. Wieso? Sagt er mir, wir haben hier nur 1 von 2. Junge, ich habe 6 Stück Holz. Ach nee. Moment. Ich habe tatsächlich nur 1 Stück Holz. Ach du Schande. Ja, wo soll ich denn das ganze Holz finden, wenn hier überhaupt nichts ist? Oh. Ha, ha, ha. Hier, möchtest du mit mir sprechen? Stopp, stopp. Nein. Okay, du möchtest nicht mit mir sprechen. Kann man eigentlich mit der Pixacke nicht... Pixacke, genau. Mit der Axt nicht eventuell die Bäume hier machen? Moment, wo habe ich denn die Bäume gesehen? Am Wasser. Also nicht die Bäume, sondern das Holz, meine ich. So. Kann man nicht. Hiermit vielleicht? Okay, nee, damit will er auf jeden Fall was pflanzen. Ja, schade. Also wir haben anscheinend jetzt richtig Mist gebaut am Anfang. Ich kann euch wirklich, wirklich nur empfehlen, am Anfang erstmal nur... die Axt zu machen und nicht so doof zu sein wie ich, im Falschen drin zu stehen und dann aus Versehen was Falsches zu machen. Ich gehe mal hier so ein bisschen nach draußen. Vielleicht ist da ja irgendwo noch Holz, aber ich befürchte leider nicht. Oh, Moment, das kann ich aber... Ja gut, da kann ich zumindest schon mal ein bisschen von dem Zeug mitnehmen. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Das nehmen wir auch direkt mal mit. Aber hier ist nirgendwo Holz. Also ich fühle mich langsam so ein bisschen vom Spiel verarscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, Holz! Holz! Meins! Alles meins! So, jetzt habe ich 2 Stücke. Hallo, guten Tag. Ich kann leider nicht mit Ihnen sprechen. Ich bin auf der Suche nach Holz. 5 Stücke! 5 Stücke! Moment, wir müssen davon noch einen machen, ne? Bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches mache, gucke ich jetzt nochmal nach. Also... Genau, wir brauchen da jetzt erstmal einen von und wir brauchen
diese Steinblöcke. Das sind die hier. Die craften wir jetzt auch mal eben. Und dann craften wir uns endlich unsere Axt. Oh mein Gott, das war ja jetzt wirklich. Das war jetzt, ja, ein langer Weg bis dahin. So. Ich kann mit dir auch mal eben sprechen. Hallo, Mr. Money. Hey, Partner, ich bin Mr. Money. Ich habe die beste Farm hier in Florenz. Ja, eigentlich will ich das bald haben, ne? Sieh dich um. Okay. Complete Quest? Wieso Complete Quest? Können wir dem vielleicht irgendwie die Hühner klauen oder so? Kommen wir da nicht. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr. Hallo. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich gebackt oder was? Kann ich hier nicht rein? Ach, Mensch. Es ist gem. Oh, Moment. Ha! Ich komme hier rein. Ich klaue euch jetzt alles, was hier rumliegt. Achso, Entschuldigung, das waren gerade die kleinen Küken. Ich klaue gerade die Exkremente, also Häufchen der Tiere. Ich hoffe, die brauchen wir nicht, aber ich schätze dann doch, dass wir die noch brauchen. Habe ich daraus jetzt. Ich habe daraus Holz bekommen. Ah, dann kann man das auch bei den Büschen machen. Das ist schön. Komme ich da zurück? Nein, so wie es aussieht. Ja, vielleicht komme ich da zurück, aber der Weg dauert zu lange. Dann sammle ich hier nochmal ein bisschen Holz ein. Oder würde gerne Holz einsammeln. Wieso kann ich davon kein Holz sammeln? Nur bei den Bäumen? Oder nur bei den Büschen? Halt. Aha. Ah, die Büsche kann ich also auch einsammeln. Diese Farn. Open the business. Okay, das. Ja. Das habe ich zwar eben schon eröffnet. Warum ich das jetzt als Errungenschaft bekomme, weiß ich nicht. Aber okay. So, dann sammeln wir hier erstmal die ganzen Büsche ein. Das erinnert mich so ein bisschen an Conan. Ich dachte gerade, die hopsende Kuh ist hier draußen. So, da haben wir jetzt aber wieder Holz raus. Upsa. Okay. Gut. Nehmen wir dem einfach mal die Bäume hier weg. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, warum auch nicht, ne? Besser als bei mir, weil bei mir soll es ja schön aussehen. Aber ich glaube, wir haben Baumsamen bekommen, wenn ich das richtig sehe. Nee, das sind kleine Insekten. Okay. Warum zur Hölle habe ich jetzt diesen Scheißhaufen auf dem Kopf? Den wollte ich ins Inventar tun, Leute. Den wollte ich nicht auf den Kopf tragen. Was war das denn gerade? Also, das muss ich jetzt echt nicht verstehen. Wir sammeln jetzt erstmal alles hier bei dem Typen in der Nähe ein und farmen noch so ein bisschen. Ich meine, ich denke mal, dass viel an dem Spiel auch wirklich aus Farmen besteht. War das jetzt gerade automatisch? Ah, okay, meine Energie. Kann ich das denn mit denen auffüllen eventuell? Ich kenne das so mit Bären, dass man die Energie auffüllen muss. Nee, ich kann die Bären nicht benutzen. Okay. Also anscheinend kann ich jetzt nur noch einsammeln. Anscheinend bin ich jetzt so antriebslos und kraftlos, dass ich jetzt hier nichts mehr machen kann. Ich weiß auch nicht, ich gehe mal davon aus, dass sich das wieder auffüllt, sobald man einmal im Bett gelegen hat und geschlafen hat. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze jetzt generell auffüllen kann. Ich hatte jetzt eigentlich vermutet, dass man dann vielleicht was essen kann, aber das scheint jetzt nicht so der Fall zu sein. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Ich meine, wir haben ja auch schon spät. Es ist der erste Tag. Die Leute wollten auch nichts bei mir einkaufen. Ich bin auch ein bisschen traurig. Jetzt habe ich hier natürlich keinen Platz drin. Moment, das kann ich aber reintun. Das habe ich schon. Sand werde ich auch immer wieder. Wieso geht das jetzt nach unten? Sollst du es nach links tun, du Trottel? Okay, also Holz werde ich auf jeden Fall immer brauchen.
Die Federn werde ich jetzt nicht immer brauchen. Okay, die Steine nehmen wir mal mit. Die werde ich auch immer brauchen. Die Karotten können wir reintun. Flint, ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich würde sagen, die nehme ich rein und die Beeren tue ich raus. Und ja, die Sanddolle. Ach, das ist mein. Ach, ich bin ja auch so blöd. Ja. Das ist mein Inventar, wo ich. Jetzt habe ich das Ding schon wieder auf. Wieso will der mir immer diesen Scheißhaufen aufziehen? Okay. Nee, dann machen wir das natürlich so. Das ist mein Inventar und das ist mein. Ich habe es irgendwie jetzt andersrum gesehen. Okay. Ich werde jetzt erstmal hier rausgehen und werde mal ins Häuslein gehen und mich eine Runde aufs Ohr hauen. Wenn er sich denn mal zu meinem Bett wieder umdrehen möchte. So, euch sage ich erstmal gute Nacht. Die erste Folge des Anspielens ist jetzt durch. Bisher habe ich eigentlich noch einen ganz positiven Eindruck von dem Spiel. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich das jetzt so durchgehend gerne spielen würde oder ob ich da ein Let's Play von machen würde. Muss ich mal gucken. Schreibt mir doch auch gerne unter die Kommentare, wie ihr das Spiel bisher gefunden habt. Ich meine, klar, viel ist natürlich erstmal. Gerade am Anfang mit Sammeln und wir müssen Sachen suchen, um irgendwelche Quests zu machen und so weiter. Ja, das wird sich wahrscheinlich dann auch im Laufe des Spiels nicht geben. Aber man soll wohl auch noch kämpfen müssen, habe ich gehört. Und ja, da bin ich mal gespannt. Zumal wir auch eine ganz große Welt angeblich entdecken können. Ich verabschiede mich erstmal für die erste Folge und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge von diesem erstmal angespielt von Garden Paths dann wiedersehen. Bis dann. Ciao.